So, hallo, wir machen weiter bei VLDC 11, nach wie vor mit Stevie. Und Hallöchen. Genau. Und ja, wir haben letztes Mal hier die Bergwelt angefangen und jetzt geht's hier einfach weiter. Es ist ja keine wirkliche Geschichte, sondern es sind ja einfach nur aneinandergereihte Level. Habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt. Gut, Tangleways von Kajoren oder Kajoren oder wie auch immer. Ach ja, wie spricht man dieses Level aus mit dem T-O und dann kommt ein 2 und dann L-L-Y? Totally? Soll das Totally heißen? Wahrscheinlich Totally Terrible. Ja, weil das ist eine Referenz zu Tubular. Weil das hat ja so ein Ballon-Gimmick. Ja, das war ja auch wirklich terrible, das Level. Mit dieser Wolke am Schluss und dem Ballon, ne. Nee. Ach, das ist so... Oh Gott. Okay, ich hoffe, es ist leichter als in Kaizo 3. Oh mein Gott. Kaizo-Leute nennen das ein Skytree. Genau, richtig. Wir gucken jetzt erstmal, was wir alles tun müssen. Das Level ist nicht so schwer. Ja. Okay, bis hier hoch muss ich schaffen. Gut, zumindest ist der Weg nicht schlimm. Das ist in Kaizo 3 ist das übertrieben schlimm. Ich habe Kaizo 3 nie durchgespielt. Ich halt nur mit States, logischerweise. Ach. Ach. Auch mit Saves. Jetzt habe ich das nie geschafft. Und mit States geht's dann schon. Mit States macht's dann schon auch Spaß, aber das ist ein Level, also meine Güte. Das war jetzt vor einigen Jahren. Okay. Als ich nicht mal gehackt habe. Falls hier noch jemand Kaizo 3 noch nicht kennt, ich hätte da auch ein Let's Play dazu im Angebot. So. Erstmal wieder hier Werbung machen. Okay, da ist Ende. Sehr gut. Aua. Lauf. Okay. Aber dreht er sich jetzt überhaupt noch, wenn die gerade hochkommt? Ich hoffe. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht zu schnell war. Ja, sie dreht sich noch. Irgendwas ist schief gelaufen. Ach so! Ah, ja, okay. Jetzt passt alles. Ich war irritiert. Du hast aber eine Münze verpasst, glaube ich. Ach, jetzt weiß ich auch, wo die war. Ja, kann mich erinnern. Oh, stimmt. Ja gut, aber die holen wir uns noch nach. Die holen wir uns noch nach. Die kann jetzt nicht so gut versteckt gewesen sein, eigentlich. Naja. Wo hab ich die denn verpasst? Weil das war eigentlich auch ein sehr übersichtliches Level. Wo habe ich die denn verpasst? Ich glaube, es sollte ganz schnell. Ich glaube, du musst in eine der Türen rein. Ah, das wäre ja frech. Das wäre ja richtig frech. Wenn man so eine Resetter nutzen muss, um eine Yoshi-Coin zu bekommen. Ne, die ist es schon mal nicht. Ja, genau. Moin, wahrscheinlich. Das ist ja frech. Okay, jetzt gehen wir erstmal hier lang, weil da oben ist dann eine Sackgasse. Dr. Tapeworm hat Go Directly to Jail gebaut. Und das ist 19. geworden. Klingt wie Monopoly. Das ist ein Monopoly-Reference, glaube ich. Was ist denn jetzt los? Mario arrested for Mario crimes. Now he must serve his sentence in the ja. Im Windtunnel. Oha. Das sieht ja interessant aus. Weiß nicht, was das für eine Grütze sein soll. Grütze. Okay, der muss jetzt aber hoch. Okay, er fährt hoch. Okay, es ist ein Scrolling-Level, in dem wir gefangen sind. Alles klar. Aua. Jo.
Jetzt musst du aber auch wieder hochfahren, Kollege. Danke. Für die Kooperation. Ja, yeah, ja, yeah, natürlich. Natürlich. Jesus. Zum Glück gibt es keine Yoshi-Coins. Das habe ich schon gesehen. Einfach nur schaffen. Nach Möglichkeit, ohne zu rewinden. Das wäre ganz cool, aber ich werde es nicht schaffen. Oh, der hängt jetzt da. Das ist schlecht. Nee, passt sogar. Gib mir das. Wichtig. Ja, jetzt habe ich schon gedacht, dass der zweite wieder kommt, aber jetzt weiß ich, dass die sich hier so fangen. Oh, nice. Ach, das ist irgendein Glibber irgendwas, okay. Relocation to area Pepto-Bismol 666. Only the guilty don't hold down to short. Ja, alles klar. Ziemlich kryptisch, die ganzen... Oh, Himmel. Oh, jetzt ist es ein Aufzug, okay. Aber vom Design her ganz cool gemacht. Doch, kann ich schon verstehen, warum das weiter vorne ist. Also manchmal kann ich auch... Genauso langsam wie im anderen Level. Bitte? Das ist genauso langsam wie im anderen Level. Ja, schon, aber es macht mehr Spaß. Ach Mist. Aber ja, jetzt hier hast du ein bisschen Wartezeit, das ist richtig. Trotzdem hast du was zu tun, weil wenn du nicht schwimmst, fällst du nach unten. Jo. Oh, oh, Hilfe! Nur die Eevees sind, glaube ich, random, ne? Die sind nicht... Das heißt, die können einen ziemlich... Ja. Ziemlich ärgern. Ich glaube, die sind... Ich weiß gar nicht, ob die random sind, weil... Weil der kommt gerade immer auf der gleichen Ebene. Nein, Mist! Ich wollte es doch ohne Stage schaffen. Also auch ohne Tricks. Weil die kommen irgendwie nicht so oft. Das stimmt. Ja, super. Super! Okay, und jetzt geht man in 3 Millionen Türen. Freedom! Freedom! Was passiert, wenn ich jetzt nicht reingehe? Dann bin ich tot wahrscheinlich, ne? Okay. Yay! Wir sind frei. You are great. We are free. The time machine is our problem. Okay. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt los war, aber ist in Ordnung. Dafür muss man vielleicht, weiß ich nicht, zurück in die Zukunft gesehen haben. Oder ich habe keine Ahnung, was es für Anspielungen waren. Knuck if you chuck. King Boo 47. Ja, let's go. Oha. Da fühlt man sich doch gleich wie in einem Bowser-Level. Spielt sogar, glaube ich, an auf die Bowser-Level mal für den 16. Okay. Wegen den ganzen schwebenden Inseln dieser weiß-schwarze Blöcke, weiß ich nicht. Ach so, von dem, ja, weil die auch so ein bisschen immer so gefärbt sind. Hm. Yeah. Hatte der jetzt Yoshi? Ja, so viel dazu. No! Okay, ich hoffe, das ist die erste, die ich sehe. Also es ist die erste, die ich sehe, aber ich hoffe, das ist auch die erste, die ich brauche. Okay, an die kommt man auch einfach ran. Sehr schön. Jetzt fährt das Ding hier los. Ja, die Beta-Plattform. Zack. Ist eigentlich in dem Jahr, wo VLDC 11 rauskam, ist das irgendwie so ein Ding gewesen, dass man... Weil das habe ich sonst in Hex nicht so oft genutzt gesehen, dieses Feature, dass wenn du sozusagen eine Plattform, oder nicht eine Plattform, wenn du einen
Layer zum Bewegen bekommst, dass sich dann andere Sachen verändern, weil das habe ich jetzt schon öfter gesehen, dass das hier benutzt wurde. War das damals gerade so ein Ding oder ist das einfach Zufall, dass das hier so oft vorkommt? Also wie zum Beispiel in diesem Level mit der Seele. Da wurde das ja sehr gut genutzt. Das wurde... Ich denke, das ist nur Zufall. Okay. In VLDC9 gab es von derselben Person so ein ähnliches Level. Ich weiß aber nicht, ob da auch so Layer benutzt wurden. Okay. Obwohl doch, ich glaube schon. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Das war auch so ein Level mit Seelen. Ah, okay, okay, alles klar. Das hier war bestimmt ein Nachfolger davon. Apropos VLDC9. Auf der Oberwelt kannst du Sprites sehen, die habe ich auch von VLDC9 entnommen. Ah, okay. Aua. Zwar nicht ganz verändert, aber das habe ich dann gut, ich verrate erstmal nichts. Ich bin gerade voll irritiert, wir sind immer noch in dem Level, was mit der Bowser-Musik angefangen hat, ne? Ja. Ja. Hat jetzt ganz schön viele Stilbrüche gearmest. Hier ist das Ende. Oh, shit. Das ist nicht so gut. Ja. 2 Yoshi-Coins. Puh. Ich glaube, die erste war im ersten Teil. Bei so einer rotierenden Plattform. Okay. Okay, ich sag's jetzt. Na, lass mich erstmal gucken. lass mich erstmal gucken. Nee. Okay. Und etwas anderes. Ah, ja. Ah, die da hier, okay. Okay, ich warte mal kurz, bis du das Level schaffst. Bis du die Münzen findest. Okay. Ja, ich nehme jetzt mal an. Also, die eine war jetzt hier am Anfang, die ich verpasst. Warte, kann man hier runter? Nein, okay. Die Münze hat mich irritiert. Also, was ich jetzt sagen will, hat nichts mit den Münzen zu tun. Das kannst du sagen. kein Problem. Also gut. Ich und der An Evil Ghost arbeiten schon am 12. VLDC. Ah, jawohl. Sehr schön. Das habe ich, genau, habe ich auch gelesen. Da sind die Results da und jetzt ist, glaube ich, der 13. ist jetzt auch irgendwie losgegangen oder so. Die Results, diese Resultate waren schon in 2020. Ah, ja, okay. Dann habe ich so. Der 13. war es auch schon und. Ah, dann sind vom 13. auch schon die Results da. Weil ich habe irgendwas gelesen, als ich da nach den ganzen Dingen gesucht hatte. Ja. Ja, VLDC 12 war das Level, wo du ein Level von Sari und eins von mir gespielt hast. Stimmt, das hattest du in die Kommentare geschrieben, richtig. Ja. Am 12. arbeiten wir schon seit dieser Hack hier fertig war. Wird direkt am 12. begonnen. Ja, sehr schön. Das heißt, da kriegen wir auf jeden Fall auch wieder eine Collaboration. Einen ja, vollständigen hoffentlich, Hack. Hoffentlich dann nächsten Monat. Ja, cool. Dann hast du Gefallen daran gefunden, hier die Dinger zusammenzustellen. Das wird unser letzter sein, denn ich habe keinen Bock mehr. Oh, so viel dazu. Okay. Es ist einfach viel zu. Obwohl es nur die Oberwelten sind, ist es viel Arbeit. Ja. Mal was ausprobieren. Kommt hier eine Yoshi-Coin irgendwo geflogen? Wenn man das runterfährt? Nein, schade. Also nicht nur die Oberwelten. Oh, jetzt auch ist es weg. Dinge. Das war schlecht. Cool. Das könnte knapp werden. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Okay. Aber wo habe ich denn dann jetzt die letzte Yoshi-Coin verpasst? Verdammt. Weil hier war doch, das war doch hier alles gerade, da kann man doch eigentlich nichts verpassen hier an der Stelle. Warum ist hier eine einzelne Münze? Mich irritieren so ein bisschen diese einzelnen Münzen, aber. Ich meine, auch hier könnte ich mir jetzt denken, dass da irgendwas runterfährt oder so, aber. Nee. Weil ich käme ja, selbst wenn ich jetzt was runterfährt, ich käme ja nicht mehr weiter. Die Dinger sind ja. Ach nee, die kommen wieder. Oh, okay. Die kommen sogar wieder.
da ist nichts. Und jetzt sind wir wieder hier. Also muss es ja in dem Himmelabschnitt sein. Wo habe ich denn hier eine Yoshi-Coin verpasst? Bin ich doof? Das weiß ich nicht. Vielleicht hinter so einer Wolke. Dass ich da irgendwann... Das wird man doch auch, glaube ich, sehen. Ah, das ganze Ding fährt ja auch runter. Okay. Ja, tschüss. Instakill? Okay. Stimmt, das war... Das war ja interessant. Hm. Hä, was ist denn da? Vielleicht Lava. Warum gerade da? Bei allen anderen ist ja auch... Okay. Okay. Ja, jedenfalls kann ich auch... Da unten! Ah, bei ist die. Siehste. Alter. Die war ja frech. Okay. Gut, damit haben wir die Sackgasse ja auch abgeschlossen und können jetzt hier hochgehen. Koopa Caboose, Mogu 94, 70. geworden. Oh, wir fahren auf Zug. Mit dem 9-Euro-Ticket. Kann ich jetzt nicht so relaten. Bin ja nicht aus Deutschland. Ja, bei uns gibt es das auch bald nicht mehr. Also das war ja nur kurz. Ich weiß nur, dass die Deutsche Bahn nicht so geil ist. Ja, das das auch. Fun Fact zu dem Zug auf der Oberwelt, den du vielleicht schon gesehen hast. Mhm. Ursprünglich sollte das ein Sprite sein, mit dem du dann von der Bergwelt zur Glaswelt runterfährst. Ah. Nice. Das haben wir dann nicht gemacht, aber für VLDT 12 habe ich mir dann ein bisschen Knowledge für Oberwelt-Sprites, dann habe ich dann selber eingecodet. Ah, okay. Ja, cool. Also bei VLDT, ich sag schon, bei VLDT 12 sind die Oberwelten ein bisschen ambitiöser als jetzt die hier. Da hast du dann... Hast du dann noch mehr dich ausgetobt? Ja. Aber trotzdem keine Lust mehr? Nee. Was ist so das Stressigste an der Zusammenstellung? Dass die Level, also dass manche die Level, dass man viel fixen muss, weil die Level nicht zusammen miteinander in Einklang sind und vor allem. Also bei den Leveln gibt es sehr, sehr wenige Bugs. Es sind halt nur die ganzen Bugs auf der Oberwelt. Das ganze ASM, was ich fixen und noch machen muss. Okay. Aber ich habe jetzt in den vergangenen Jahr die ASM gelernt und wie gesagt so Custom Sprites gecodet für VLDT 12. Müsst ihr dann schon alles sehen. Ja, cool. Bin sehr stolz drauf. Ja. Kann ich mir vorstellen. So, jetzt kommt das nächste Level. Mountain Kartel von Jesus hat auch mein Level eingesendet, okay. 80. Platz geworden. Ja, dann viel Spaß. Das ist das, was... Ah ja, ich sehe schon dieses Gimmick, okay. Das ist das, wo du meintest, du wirst beim Finale, bei dem Level dabei sein, ne? Ja. Okay, wir haben direkt mal zwei Yoshi. Oh, der Hub ist weg. Okay. Tele-User Manual. Touchscreen coins from above. Press A to teleport Mario. Can't get coins while carrying. Ach, das ist ein unsichtbares Yoshi. Aber jetzt ist es unten. Ja. Okay. Ja, wenn man weiß, wie es funktioniert, kann man es natürlich ein bisschen kaputt machen. So, ja, so funktioniert's. LOL. Einfach unsichtbares Yoshi eingebaut, okay.
Jetzt kannst du deine Skills aber ernsthaft zeigen. Weil, ich sag's jetzt schon, das ist ein Kaizo-Level. Oh je. Ich darf gar nicht in diese Tür, wenn ich in dieser Tür bin, ist schon vorbei, ne? Ja. Das wird nur zum Tutorial. Ah, großartig. Ach so. Ach du Schande. Okay. Ja. Oh, da muss ich direkt was fragen. Das ist absichtlich. Okay. Absichtlich, das Levelname. Wollt wissen, ob das der Level-Ersteller praktisch so genannt hat oder. Okay. So, und jetzt kann ich hier. Was passiert hier? Ja, nicht nur der Yoshi-Bug wurde hier ausgenutzt. Wieso wird man da hochgeportet? Was zur Hölle? Ich denke mal, das liegt daran, dass du wirst dort hochgeportet, wo die Notblocks zuerst waren. Die scrollen ja jetzt runter. Okay. Okay. Darf ich das irgendwie hier. Ne, da muss ich mit Safesets. Okay, das wird nix. Da muss ich mit Safesets arbeiten. Ach du grüne Neune. Der Jesus ist auch als Anonymous bekannt. Oder Anonymous Bloodlust. Okay. Dachte mir spontan nix, aber. Hä, wo soll ich denn da hin? Er hat das finale Level aus Jump gebaut. Oh, okay. Das war auch Kaizo. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. 1F8 hieß es. Ja, sagt mir namentlich noch so ein bisschen. Hä, wieso? Also, ich verstehe überhaupt nicht, warum man hier jetzt diesen Effekt. What the hell? Ach, weil da so Dinger. Wo soll ich denn wissen, dass da solche Dinger sind? What? Also, was hat man sich denn hierbei gedacht? Augenblick mal. Ich schau was kurz zum Level nach. Ja. Jetzt habe ich es nicht eingesammelt. Yoshi! Yoshi! Jetzt habe ich es. Jetzt muss ich dann. Okay, jetzt muss ich dann da runter. Jetzt, okay, ich verstehe den Ablauf. Jetzt hier runter und dann da hoch. Oh ja, okay. Alter! Also, weil du dich gefragt hast, was er sich beim Level gedacht hat. In der Videobeschreibung vom Level hat er geschrieben. In 2010, my VLDC entry got docked points for being kind of tricky. That's why this year I made the level very easy. Ist okay, Jesus, ist okay. Ist doch ganz einfach. Nein, ich brauch doch safe die Blume noch. So, guter Save. Ah, ich muss hier schießen. Got it. Got it. Aua. Okay, sehr gut. Jetzt ist alles gut. Den muss ich wahrscheinlich behalten. Den muss ich safe verfolgen. Okay. Oh. Das ist. Ach so. Hä? Ach so. Ah, okay. Grad gewundert, wo ich starte. Aber ich knall einfach in die Decke. Alles gut. Ah, nicht in die Decke, aber ja.
Mann! So, besser. Soweit ich verstanden habe, wurde das Level nicht disqualifiziert, weil erstens, weil Marcel einer der Moderatoren, nicht Moderatoren, Judges war. Und zweitens, weil der FP-Zero zu nett war. Okay. Naja, wird Kaizo sonst disqualifiziert, oder wie? Ab Foul DT12 wurden Kaizo verboten. Ja, aber das ist ja noch 11. Eben. Also hätte es ja gar keinen Grund zum Disqualifizieren gegeben. Ja, trotzdem. Ich glaube, ich muss vor dem darunter. Ah, ja, 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 okay. Jetzt ergibt alles Sinn. So, Midway Point. Oder auch nicht. Nee, irgendwie nicht. Yo, alle 4 Yoshi-Coins, alle 5 Yoshi-Coins wahrscheinlich schon auf einmal, okay. Ja, wahrscheinlich gibt es gar keinen Midway Point, sondern kommt dann gleich das Ziel. Oh, you sweet summer child. Schade. Hätte ja sein können. Ich glaub nicht, dass ich das Level je geschafft habe. Ach du grüne Neune. Okay. Ah, es sind auch nur 4. Schade. Nicht mal die 5. Yoshi-Coin ist mir vergönnt. Die erste hast du ja schon. Ach, die weiß ich schon gar nicht mehr, siehst du? Die hast du direkt bekommen am Anfang. Ah, weil okay. Die dienen hier als. Hier dienen die Yoshi Coins als Checkpoints. Ah, okay. What the heck? Jetzt. Nein! Yes! Yoshi Coins sind weg. Ah, redet nicht hinten heißen! Okay. Und jetzt, weil du alle hast, sind die Yoshi Coins hier nicht mehr da. Kannst du es hier weitermachen? Ja. Ja. Kannst du jetzt in die Höhle. Ah! I see. Okay. Du willst einen extra Part machen, wo du das ohne Safe State schaffst. Nee. Yo, wann muss ich dich denn drücken? Hilfe. Was geht denn jetzt alles ab? What? Da ging schon mal eine ganze Menge ab. Okay. Ja, vielleicht nehmen wir den noch mit. Vielleicht gehen wir auch auf das Spring-Dings drauf. Ja, Moment, ich will dich doch... Aber wieso will ich überhaupt da nach hinten? Zum Glück weiß ich ungefähr, wie das Level funktioniert. Also... So ein bisschen kann ich mir auch noch was vorstellen, aber mal gucken. Nein, geh doch weiter! Mensch! Nein, das war zu bald! Ja! Nein! Weiß dann noch überhaupt nicht, wofür ich den will. Aber er wird schon irgendeine Bedeutung gleich haben. Ich meine, ich kann jetzt von da oben runter, dann kann ich... Ach, ich muss da nach hinten klettern. Ah! Mhm. Aber was will ich mir... Warum der... Wofür der P-Switch? Außer, dass ich da durchklettern
Ich kann ja mit dem nicht... Oh, da kann ich. Das Ding kann ich nicht auslösen so. Aber jetzt bin ich davor. Also das kann es ja nicht sein. Wie komm... Okay, wie komme ich? Ah! Super. Trotzdem muss... Ich verstehe... Muss ich erst die Vierer-Plattform auslösen? Weil sonst kann ich die nicht mehr auslösen. Wahrscheinlich. Die ist nur ein Troll. Aber die ist ein Troll. Stabil. Ach, jetzt ist er... Ja, jetzt ist er weg. Okay, jetzt muss ich aber was testen. Bin ich jetzt, wenn ich damit runterfahre... Ah, ich muss... Ich muss schnell genug an dem Ding nach unten klettern, weil sonst zieht mich das Ding selbst mit runter. Nee, klettern musst du nicht. Ach, ich fall jetzt! Und dann... Oh! Ja, scheiße. Au. Ja, bin ich trotzdem... Ah, wait, wenn ich das... Wenn ich falle, während ich hinter dem Netz bin, bleibe ich auch hinter dem Netz. Okay. Ah, und hier hätte ich den P-Switch jetzt. Ja, moin. Wir kommen der Sache langsam näher. Achso, und wenn ich ihn vorher drücke, ist da die Wand. Ich muss ihn erst danach drücken. Jetzt ist er weg. Ob ich den jetzt hingejietet? Weg ist er. Offscreen. Ach, ich... Da hochjiete ich den immer. Okay, ja, I see. So, aber jetzt muss ich... Ja, so geht's nicht. Ja. So ist schlecht. Oh, das könnte aber auch funktionieren. Wenn ich auf der rechten Seite hast du was Bestimmtes, das dir helfen könnte. Was? Weiter rechts. Genau da. Ja, aber so komme ich ja nicht mal an den P-Switch ran. Ja, dann nehmen wir mit. Ach so. Stimmt der? Ja. Die Frage ist, wie das... Oh mein Gott, ich bin dumm. Dafür fährt diese ganze... Dafür fährt ja die ganze Schnur da lang. Dass sie auf der laufen kann. Ich soll da gar nicht klettern. Ich soll auf der Schnur landen. Oh mein Gott. Ja, jetzt ergibt alles mehr Sinn. Okay. Uff. Mann! Okay, und jetzt darüber. Jetzt hoch und dahin und keine Ahnung wohin. Ja. Okay. Also jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Jetzt weiß ich, wann ich Stay drücken kann. Jetzt kann ich Stay drücken. Nein. Du musst ihn nicht mal mit R klappen. Genauso, ja. Okay, jetzt geht's da drüben weiter. Hat er das ironisch gemeint mit, das Level soll leicht sein? Ja, logisch. Dann ist ja gut. Ja. Okay. Ich meine, es ist mit States, ist es ja spielbar. So, so ist jetzt ja nicht. Das ist jetzt nicht das schlimmste Kaizo-Level überhaupt. Bei weitem nicht. Mhm. Aber... Wenn es einen Instant Retry hätte geben können, dann wäre das eine andere Geschichte. Das ist wohl wahr. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Ah, nee, okay. Alles gut. So. So, weiter geht's. Mama.
In dem Level gab es auch einen Bug, dass das das viel mehr erschwert hat, dass ich dann auch gefixt habe. Okay. Und welchen? Also, ja. Eine Säge ist durch eine Wand gefahren. Und ist er dann auf den Kopf gelandet, was dann erschwert. Bei einer Stelle. Schlechter State. So, okay. Besser. Was mache ich denn jetzt? Okay, wie komme ich jetzt? Komme ich da oben wieder raus oder was? Das Gefühl, ich will hier oben nicht sein. Aber ich kann ja nur hier hoch. Du hast etwas eingesammelt, wenn du den, als du den Raum betreten hast. Beziehungsweise jemanden eingesammelt. Ich habe einen Yoshi dabei. Vielleicht. Mhm. Ah, ich habe ihn tatsächlich noch dabei. Oha. Ja, in dem Level ist, in dem Abschnitt ist Geschwindigkeit angesagt. Speed. Weil sonst. Ja. Ah! Mist. Okay. Genau bei der Stelle sind die Sägen durch die Wand gefahren. Okay, I see. Das Gefühl, ich bin zu langsam. Nee, es passt schon. Soll ich nicht vielleicht irgendwie schon Running Speed drauf haben oder so? Nee, das Speed ist schon gut, glaube ich. Okay. Wieso bleibe ich dann da hängen? Versuch mal auf die Plattform drauf zu springen. Okay. Mann! Eieiei. Ach, die drückt's runter. Da habe ich wieder überhaupt nicht dran gedacht. Ja, ergibt Sinn. Tschüss. Ja, das wäre jetzt Peace Beat. Ich glaube, ich muss den hier drücken jetzt. Ja.
Was ist denn jetzt los? Ah, okay, jetzt muss ich wieder... Ja, okay, okay. Ich habe also jetzt sowohl einen kleinen Yoshi als auch einen unsichtbaren Yoshi. Großartig. Versuch bei der Stelle den P-Switch zu werfen, sobald du die Münzen ansammelst. Genau so. Bei dem Level hat alles Wasserphysiken, irgendwie. Ja. Jetzt aber. Go! Wait, wo muss ich hin? Ach, der muss die essen. Oder so. Nein! Wie soll er denn die... Soll er die essen oder soll ich da drüber springen? Aber der muss die essen, dafür ist doch das. Aber ich, wenn ich die essen, das kriege ich ihn ja nicht mehr zurück. Ah ja, hör doch auf, das zu drücken. Ach, das ist wahrscheinlich da, um besser auszuweichen. Kann ich den Sprung nutzen und trotzdem drüber und ihn trotzdem essen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich denke zu kompliziert. Ich glaube, der ist nicht zum Essen da. Nein, hör auf, das Wasser wegzumachen. Super. Oh, ich bin schon zu langsam. Ich muss die runterdrücken, ne? Im Wasser kannst du die nicht runterdrücken. Ja, ja, aber deswegen bin ich schon zu langsam. Ich muss schneller unten sein. Geht eben nicht. Dem Yoshi. Warte, ich kann ihn schmeißen. Aber das ist jetzt auch nicht das dritte Item für ihn. Oh, warte, aber da... Ah, da kommt ja noch eine Beere nach. Da kommt ja noch eine Beere nach. Ist das das fünfte Item? Nee. Aber ich glaube, an der Stelle soll er zu Yoshi werden. Sollte er eigentlich, ja. Shit, was habe ich jetzt vergessen zu essen? Ich meine, ich habe den kleinen grünen Koopa nicht gegessen. Kannst ja nicht. Aber irgendwas fehlt. Ich glaube, du musst diesen Bug auslösen, wo er zweimal was isst. Ja, ja. Ach so, vielleicht hier auch. Dass das hier noch funktioniert. Ja, das könnte sein. Okay. Du musst es ohne dem Wasser machen. Du musst die Messageboxen drücken. Ah, in dem Fall muss ich sie drücken. Das ergibt auch wieder Sinn. Jo. Ich versuche so wenig wie möglich zu warten. Nee, alles gut. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass ich dann schneller runterfalle, aber es ergibt voll Sinn. Too soon! Jetzt. Okay, perfekt. Super. Ah, ich muss ja noch diese scheiß Röhre treffen. Okay. Bruder, wie viele Räume kommen denn da noch? Einige. Ach du Scheiße. Das ist der letzte. Okay. Hier wurde wohl auch schon diese lustige Sprite benutzt. Aber hier sammle ich jetzt irgendwie den Yoshi nicht ein, ne? Ach, ich muss von oben runter. Okay, verstanden.
Ja, so klappt es nicht. Wait, ich muss... Nee, nicht so. Oh, das war wahrscheinlich sogar schon richtig so, okay. Und jetzt hoch, okay. Okay. Soweit ist das alles im Rahmen. Um verständlichen zumindest. Ich weiß, was ich zu tun habe. Oh. Weiß schon, warum ich keine Kaiserhex mehr spiele. So, nein! Aber das sind das. Es gibt ja nur noch Kaiserhex. Ach Gott, das heute mich das Ding auch noch runter. Was willst du denn noch spielen? Ich meine, das ist jetzt ja. Es ist Kaiser und es ist ja aber noch eine Kombination aus, man weiß teilweise gar nicht, was passiert. So, das ja. Macht es nochmal ein bisschen verrückter als jetzt einen normalen Kaiserhex. Aber ja. So, können wir jetzt da runter? Okay. Das ist halt der Stil. Der Levelstil von der Person. Ja. Ach, come on. Aber sollte der nicht dann einfach bei einem Kaizo-Level-Design-Contest mitmachen und nicht bei dem hier? Tut er, glaube ich. Macht er mit Sicherheit. Das wäre es jetzt noch, wenn er beim Kaiser Level Design Contest nicht mitmacht. Aber dann bei dem hier. Ach, come on. Nee. Nicht so! Oh Gott. Okay, jetzt aber. Wieso kann ich da drauf nicht landen? Was mache ich da falsch? Du schenkst diesem Rex keine Aufmerksamkeit. Oh, muss ich den erst nutzen, dass der hier... Ah, dass das erst hochfahren kann wahrscheinlich oder so. Ach so, oh Gott. Hinten. Okay. Yoshi. Alter. Okay. Moment, da darf ich jetzt nicht durch. Okay, ich muss, während die Sägen da sind, muss ich da durchschießen. Es ist so verrückt, dass das alles Vanilla ist. Ja. Eigentlich einer der kreativsten Level, hat aber nicht im DLC verloren. Ja. Ist so. Weil, Yoshi. Yoshi. Jetzt Yoshi. Jetzt Yoshi. Ah, ich muss auf die wieder drauf, okay. Jetzt hatte ich kurz gehofft, das wäre die Röhre in mein Ziel, aber leider ist noch nicht die Röhre in mein Ziel. Die fährt erstmal hoch irgendwo hin. Die fährt nach Bogota oder so, ich habe keine Ahnung. Wohin? Bogota.
Kenn ich. Macht nix. Das ist ein anderer Insider von Leuten, die den Hübi gucken. Okay. Beziehungsweise nicht nur von Hübi. In irgend so einem Rap-Lied kommt irgendwas mit Bogota vor und das ist. Ach, Hübi. Ich glaube, ich kenne den. Hübi, ja. Okay. Ist das jetzt bitte die letzte Röhre? Nein! Abpipst. Ey, ich. Ich hasse diese Dinger. Lass mich da jetzt raus, danke. Wow. Nein! Alles von vorne. Würde mich interessieren, wo man startet, wenn man jetzt hier stirbt. Wahrscheinlich trotzdem am Anfang von dem Raum, ne? Beim letzten One-Up-Checkpoint. Ja, wahrscheinlich. Okay. Gut. Geschafft. Nice. Eieieiei. Mein Gott, also das. Ja. Jetzt noch ohne Safe-State. Ja, genau. Ganz bestimmt. Okay, das war dieses Level. Uff. Uff. Damit wird es dann das nächste Mal weitergehen in der Snow World. Dann kommt noch Sky, Industrial Fire, Abstract und dann kommen noch die ganzen Worst und Best. Also noch sehr, sehr viel vor uns. Okay. Mhm. Gut, X to close. Wo ist X? Da ist X. Könnte man es dann eigentlich auch mit so einem Helikopter praktisch so machen, dass es dann ein Level gibt, was man nur durch Helikopter erreichen kann? Ja, mir sind aber keine lustigen Easter Egg Dinge eingefallen. Ja. Nee, hier vielleicht jetzt nicht so, aber dass man dann sozusagen, so könnte man dann ja in einem Hack, wenn es so geht, ein Finallevel zu erreichen, dass man sozusagen erst zum Helikopter kommen muss und dann kann man zum Finallevel fliegen. Ja, kann man machen. Okay. Kann man. Gut. Ja, dann sage ich hier danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss.